Ja, lieber Georg, schön, dass wir uns hier zusammenfinden in diesem großen Raum. Stichwort Ökonomie der Menschlichkeit. Was können die Zuschauerinnen und Zuschauer sich unter Ökonomie der Menschlichkeit vorstellen? Es gibt ja viele Unternehmen, die wirklich Menschlichkeit leben und die wollen wir sichtbar machen und wollen eigentlich so diese alte Wirtschaft, wo wir sagen, na, der Mensch hat immer weniger Raum in der Wirtschaft, wir dann rationalisieren, künstliche Intelligenz, Hybridwesen und all diese Dinge. Nein, wir sind der tiefen Überzeugung, dass der Mensch der entscheidende Faktor ist für einen Erfolg im Unternehmen. Gefällt mir gut, Mensch als entscheidender Faktor. Das heißt, ihr habt eine Plattform eingerichtet, wo sich die Unternehmerinnen und Unternehmer im Netzwerk austauschen. Ökonomie der Menschlichkeit ist eine Wirtschaft, die dem Leben dient. Also es geht über den Menschen hinaus und das ist eine Plattform, das ist zwar sehr plakativ, Plattform, was passiert in dem Sinn da. Jeder, der sich eingeladen fühlt, registriert sich bei dieser Plattform, dann wird eingeladen zu einem Erst-Zoom. Und das Interessante ist, es gibt schon ganz ein schönes Fundament an Unternehmen. Wir haben nämlich ein Manifest, wo wir definiert haben, wo sehen wir denn vorrangig die Hebel für die Transformation, also in unserem Bereich, das wir selbst in die Hand haben. Und dementsprechend haben wir Unternehmer, die als Branchensprecher wirken und die faktisch so dieses Feld hin zu diesen familienbeherzten Unternehmen aufmachen. Das heißt, ihr habt da schon einiges an Erfahrungen. Was sind denn so diese Kernelemente? Es interessiert mich auch seit über 20 Jahren, wo ich in der Wirtschaft tätig bin, als Trainer, Berater. Was ist denn das, so die Essenz? Es ist ein Praxisprojekt. Also das ist kein Konzept, das man irgendwie aufzeichnet. Das ist ein ko-kreativer Raum, das ist ein Praxisprojekt. Und diese Wegbereiter sind die, die schon erfolgreich wirtschaften. Also braucht man nicht mehr diskutieren, funktioniert das, geht das, wie schaut es da mitarbeitermäßig aus. Also ein Beispiel da in der Nähe ist die Schneiderei Wimmer in Schledorf. Die ist in der 9. Generation, ein Handwerksbetrieb, die hochwertigste Trachten macht, sehr zeitgeistig. Und die haben weder ein Mitarbeiterproblem. Die verhandeln auch nicht im Einkauf über irgendwelche Rabatte, sondern das ist ein ganz, ganz großes, gewachsenes, vertrautes Verhältnis. Und in diesem Wertschöpfungskreislauf geht es allen gut. Und das ist die Ökonomie der Menschlichkeit, dass man da nicht egoistisch, einseitig denkt, sondern dass man sagt, wirklich, was passiert im gesamten Kreislauf. Diese Gesamtperspektive. Drum, die Natur zeigt es uns vor und das wollen wir in die Wirtschaft bringen. Das heißt, es setzt auch ein großes Vertrauen oder Vertrauensvorschuss voraus, wenn ich sage, ich tue jetzt nicht Rabatt feilschen, sondern ich vertraue, dass der Preis vom Lieferanten auch wirklich fair und gerechtfertigt ist. Das ist genau dieses Gewachsene und das geht so weit, weil Wimmer als Beispiel gebracht hat, dass der sogar überlegt, also eine Etikette einzunähen, um zu zeigen, wo kann man die Rohstoffe her. Dass man wirklich behirnt und den ganzen, da gibt es keine Geheimnisse. Und das sehe ich oft auch bei anderen Wegbereitern. In der alten Wirtschaft sagt man, wenn du einen Wettbewerbsvorteil hast, hüte den, sagen ja nicht weiter. Nein, da ist genau das Gegenteil. Es geht um Wissenstransfer, es geht um ein gemeinsames Wachsen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und nicht um eine Isoliertheit, nicht um eine Getrenntheit, um eine Verbundenheit. Setzt für mich auch voraus, ein gesundes Selbstbewusstsein, wo ich weiß, ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen, wenn ich teile. Also ein gesunder Selbstwert. Und ich glaube, da können sich alle Unternehmerinnen und Unternehmer angesprochen fühlen, die auch von sich diesen gesunden Selbstwert, diesen Zugang zur Menschlichkeit haben. Und die registrieren sich. Der Obolus ist dann, ich glaube, 1 Euro, oder? 1 Euro am Tag für die Menschlichkeit, ja. Das ist das, was wir als Einstiegsbetrag haben. Registrieren können Sie alle. Gerald Hüte ist ein Geburtshelfer und der hat gesagt, die branchenübergreifende Geschichte ist so wichtig. Also es geht wirklich um die Beherztheit, dass man sagt, man ist authentisch in dem, was man tut und man benutzt nicht irgendwas, um etwas zu beschönigen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und da, das ist auch so nährend und schön, weil sie das einfach auch in dem Sinn zeigt, auf allen Ebenen. Ich habe kürzlich darüber eine Diplomarbeit verfassen lassen, zu dem Thema Ökonomie der Menschlichkeit und da sind, glaube ich, auch 4 Branchensprecher mit Beispielen drinnen, die, was ich jetzt kurz beim Überfliegen gelesen habe, zum Beispiel das Thema Zufriedenheit, also Mitarbeiterzufriedenheit auch in den Vordergrund stellen. Ja. Ist das so ein Schlüsselfaktor? Definitiv. Wirtschaft baut ja immer auf die Messbarkeit auf die Ökonomie, auf die Wirtschaftlichkeit, aber wie geht es uns dabei? Wie ist die Wertehaltung, Lebenszufriedenheit? Und da haben wir wirklich vor, dass man mit diesen Unternehmen auch die Lebenszufriedenheit im Land in dem Sinn fördert. Das heißt, diese Unternehmer stellen sich auch für den gesellschaftlichen Wertewandel zur Verfügung und diese Unternehmer leben die und die haben auch dieses jetzt allgegenwärtige Thema Mitarbeiter kaum. Also da ist man wirklich als Mensch und nicht nur als Person willkommen, wo man sie kauft, sondern dort oft, das ist einfach anders wohl. Also das ist was zum Erleben, zum Fühlen, um wirklich
da hineinzugehen. Da haben wir vorher darüber diskutiert, auch es darf erlebbar sein, man kann es schwer in Worte beschreiben, oder? Einfach da mal ausprobieren, fühle ich mich da angesprochen, kann das was sein? Schauen, welche anderen Branchen, Unternehmen sind denn auch da dabei? Und ich sage vielen Dank für diesen Raum, für den schönen Raum, den Austausch. Wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und habe zum Abschluss da noch so ein Zitat, das mir untergekommen ist, gerade zum Thema Ökonomie der Menschlichkeit. Wenn du alleine gehen möchtest, dann bist du schnell unterwegs. Wenn du weit gehen möchtest, dann geh gemeinsam. Danke, Georg, schön, dass du gemeinsam mit vielen diesen Weg gehst. Danke, danke, Norbert.